So, ich begrüße Sie jetzt zum Bildschirm da von GeoGebra, wo ich diese Integraltransformationen, die ich vorher auf dem Papier gezeigt habe, nochmals demonstrieren möchte. Wir sehen hier die blaue Sinuskurve, die unsere Funktion ist, die wir nachher transformieren möchten. Wir haben bereits gesehen, wenn ich die transformieren will, muss ich die multiplizieren mit einer zweiten Kurve. Die war ja in unserem Beispiel so eine grüne Gauss-Kurve. Dieses neue Produkt sieht dann anders aus. Das rote, was Sie jetzt sehen, ist dieses Produkt von grün mit blau. Das habe ich ja erklärt, dass die grüne Kurve das blaue darunter drückt, außerhalb der interessanten Bereiche. Und da haben wir jetzt diese rote Kurve, deren Fläche, also deren Flächeninhalt wir ausrechnen wollen. Das macht hier GeoGebra sehr schnell und wir haben hier so 0,27 erhalten als Flächeninhalt. Was ich jetzt auch gezeigt habe, ist, dass man jetzt dieses 0,27 als Zahl quasi abtragen kann, da oben, zu dem K-Wert, den wir jetzt gewählt haben. K ist ja die Mitte von dieser Gauss-Kurve. Und diese Zahl hängt dann eben davon ab, wo ich jetzt genau meinen K-Wert habe. Ich jetzt da nochmals rasch die Fläche wegnehme, dann sehen wir hier, dass da diese Kurven sich ändern mit dem K-Wert. Und wenn ich die Fläche jeweils anzeigen lasse, sehen wir, die Fläche kann dann zum Beispiel hier negativ werden, weil wir da mehr negative Anteile haben als da. Es kann auch dann wieder positiv werden, wenn wir da schauen. Also der Flächeninhalt ändert sich mit dem K und damit erhalten wir eine neue Kurve, die Sie oben sehen, die man dann als transformierte, als integraltransformierte der blauen Kurve auffassen kann. Das K ist jetzt die Variable der transformierten Kurve. In dem Fall ist es auch so, dass diese neue Kurve fast gleich aussieht wie die alte Sinuskurve, was halt damit zusammenhängt, dass wir da jetzt das Fenster ungefähr so groß gewählt haben, dass auch immer gerade so ein Sinusbogen drin Platz hat. Wenn ich die Kurve, die blaue Kurve, schneller oszillieren lasse, dann gibt es Ausmittelungen. Ich kann mal da statt Sinus x, kann ich da mal Sinus von 4x nehmen. Jetzt gibt es Ausmittelungen und meine schwingende Kurve von vorher wird dann wesentlich weniger stark oszillieren. Sehen Sie? Da zum Beispiel haben wir jetzt 0,02 als Flächeninhalt, weil wir eben da sehr viele Anteile haben, die sich danach hier kompensieren. Das ist das Beispiel jetzt für die sehr stark schwingende Funktion. Wir haben das auf diese Art mit diesem Filter, also mit dieser grünen Kurve, man kann die eine Kernfunktion nennen, ein Kernel, haben wir eine Art Tiefpassfilter gemacht. Starke Frequenzen, hohe Frequenzen werden da unterdrückt nach der Transformation. Das braucht man zum Beispiel, um eben Rauschen oder hochfrequente Signale, die man nicht weiter brauchen kann, rauszufischen. Man macht eine Art Verschmierung, eine zeitliche Verschmierung. Oder wenn das ein Ortssignal ist, kann man auf diese Art eine Art Smooth-Funktion machen, also eine Aufweichung der harten Grenzen und der stark variierenden Strukturen. Jetzt kommen wir zu einer zweiten Funktion. Wir wollen da wiederum einen Sinus quasi als Ausgangsfunktion nehmen, blau, und dann dazu einen zweiten Sinus, den wir dann verschieben wollen, mit diesem K-Wert, also nicht mehr eine Gauss-Funktion. Wir sehen, wenn man die beiden Sinuswerte jetzt miteinander multipliziert, dann wird diese rote Kurve immer oberhalb der x-Achse sein, das heißt, die Fläche wird dann positiv. Wir haben jetzt hier eine Fläche von 3,14, das ist dieser Punkt hier. Wenn wir da jetzt den K-Wert verändern, dann sehen wir, dass jetzt zum Beispiel in der Situation da die grüne Kurve jetzt so weit verschoben ist von der blauen Kurve, dass immer positive und negative Anteile sich jetzt abwechseln im Produkt. Ich mache jetzt nur eine Integration von 0 bis 2π, sodass wir dann auch hier in dem Fall 0 erhalten als Fläche. Wenn wir jetzt weitermachen, dann kommen wir dann hier in dem Fall zu sogar einem negativen Wert. Wenn wir es noch weitermachen, dann wird es wieder positiv. Wir sehen, dass hier in diesem Fall die Sache eigentlich eher etwas langweiliger wird, weil wir da tatsächlich einfach diese Sinuskurve mit einer zweiten Sinuskurve vergleichen und das ist ganz klar, dass dann die Phasenlage einfach eine Rolle spielt, was herauskommt bei der Transformation. Das ist also nicht etwas sehr Hilfreiches, würde ich jetzt mal sagen, also man möchte Phasenlagen testen. Aber es gibt jetzt eine andere Variante, die finde ich
mehr bringt, wenn wir nämlich den zweiten Sinus jetzt nicht in der Phasenlage verändern mit dem K, sondern in der Frequenz. So, unser drittes und letztes Beispiel ist jetzt hier vorbereitet. Wir sehen unten jetzt eine etwas kompliziertere Funktion. Das ist jetzt hier eine konstruierte Funktion, welche aber auch letztendlich aus einem Mikrofon oder so kommen könnte oder ein Messsignal sein könnte. Und oben sehen Sie jetzt das Resultat, nachdem man jetzt mit diesen Sinusfunktionen, deren Frequenz sich jetzt ändern darf, diese Transformation macht. Es passiert relativ viel aufs Mal. Ich möchte mal das Ganze etwas vereinfachen. Ich nehme mal zuerst eine etwas einfachere Funktion, nicht gerade diese Summe von zwei Sinuswerten, sondern ich mache mal das da weg. So. Jetzt sehen Sie den Sinus und Sie sehen jetzt den zweiten Sinus, der jetzt in der Frequenz geändert wird. Wenn wir da jetzt unsere Star vielleicht auf diese Situation hier konzentrieren, dann sehen wir, also der Sinus, das ist meine Kurve, die ich transformieren will. Und diese zweite Kurve, die ich quasi als Testkurve jetzt nehme und das Produkt bilde, diese beiden Kurven miteinander multipliziert, geben dann nachher diese rote Kurve. Und die Fläche unter der roten Kurve, wie wir gesehen haben, ist dann das Resultat der Transformation für den entsprechenden K-Wert. In dem Fall ist die Fläche jetzt 0,25 groß geworden. Ich habe jetzt willkürlich von 0 bis 10 mal integriert. Wir sehen, dass nachher dieser Wert 0,25 bei einem K-Wert von 2,79 hier abgetragen wird. Das ist minus 0,25 sogar, also nach unten. Wenn wir da jetzt weitergehen mit der Frequenz, dann kommt irgendwann mal der Moment, wo die beiden Sinuskurven gleich sind, was dann auch der Vergleich über das Integral eigentlich den größten Wert liefern sollte. Das ist jetzt der Fall dann. Voilà. Ihr seht, jetzt habe ich hier die grüne und die blaue Kurve, die genau gleich groß sind. Und das Produkt wird dann immer positiv, weil ja auch bei negativen Anteilen Minus mal Minus Plus gibt, sodass ich hier dann die größten Werte habe. Und wenn ich dann nach links gehe, wird es dann wieder kleiner. Und nach rechts wird es nie mehr groß, weil ich kann dann machen, was ich will. Ich erhalte nie mehr dieses Optimum, wo die beiden Kurven genau übereinstimmen. Das wird immer kleiner. Wir können also sagen, hier bei dem Wert 1, k gleich 1, habe ich das größte Signal nach der Transformation. Das heißt, ich habe quasi die Frequenz der blauen Kurve hier herausfischen können, indem ich diese Integraltransformation gemacht habe. Ich habe eine Art Frequenzanalyse gemacht mit dieser Transformation. Und diese Frequenzanalyse heißt dann eben Fourier-Transformation. Und das Beispiel, das wir jetzt gemacht haben, zeigt einfach, dass diese Frequenz auch wirklich danach herauskommt beim Spektrum. Dass ich dann noch so komische Vibrationen erhalte, hängt damit zusammen, dass ich die Integrationsgrenzen nicht geschickt gewählt habe. Das würde anders aussehen mit anderen Integrationsgrenzen. Ich kann es rasch zeigen, wenn ich da jetzt von 0 bis 12 zum Beispiel gehe, statt von 0 bis 10, und dann sieht diese Geschichte ein bisschen anders aus. Also nicht sehr viel anders, aber es gibt einfach andere Vibrationen hier. Sehen Sie? Sie müssen das Bild von vorher wieder im Kopf sich erinnern. Das geht also hier dann so weiter. Und es geht auch etwas mehr nach oben, weil ja die Integration über eine größere Strecke stattfindet. Jetzt gehen wir nochmal so rasch zurück auf 10, dass da die Werte nicht allzu groß werden. So. Jetzt will ich mal meine Funktion etwas interessanter gestalten, die blaue. Ich sage mal, ich möchte meine Funktion jetzt hier als Summe von zwei Funktionen haben, nicht mehr nur einfach Sinus x, sondern vielleicht Sinus x plus, sagen wir mal 0,5 mal Sinus von 4x. Ich glaube, das Beispiel hatten wir auch vorher auf dem Papier gehabt. Jetzt sieht die Kurve anders aus. Es ist jetzt eine solche Summe zweier harmonischer Schwingungen geworden oder harmonischer Signale geworden. Wir erkennen immer noch die langsame Schwingung darunter und die schnelle Schwingung mit kleinerer Amplitude drüber. Und wenn jetzt diese Sache stimmt, die ich vorher gesagt habe, dass nämlich die Frequenzen da herausgelesen werden und auch die Amplituden mit dieser Fourier-Transformation, dann sollte ich nachher hier bei 1 und auch bei 4 zwei Spitzen erhalten. Der Spitz bei 1 sollte größer sein, weil das die langsamere Frequenz ist, die kleinere Frequenz, als die Spitze bei 4.
probieren wir das mal. Wir starten jetzt hier auf der linken Seite und Sie sehen jetzt bei 1 wird es tatsächlich groß. Und jetzt schauen wir weiter, da wird es dann wieder kleiner. Und wenn wir es uns überlegen, wie es vorher war, vorher ging es dann einfach gegen 0 am Schluss. Aber hier wird es nochmals größer, sehen Sie? Und dann bei 4, hier also, wurden einige Anteile hier in diesem Produkt so, dass die Fläche dann positiv wird. Also mein Test, ob die beiden Funktionen ähnlich sind über das Integral. Dieser Test zeigt mir doch eine große Ähnlichkeit, deshalb nochmals ein großer Wert mit der Amplitude 0,5, also von dem da. Und dann geht es hier wieder runter. Kommt nichts mehr. Also wunderschön, wie man da mit GeoGebra diese doch etwas schwierig zu verstehende Geschichte mit den Integraltransformationen sichtbar machen kann. Und das finde ich immer viel, viel wichtiger, als dass man es rechnen kann. Ich finde, man muss sich was vorstellen können darunter. Und da ist halt GeoGebra, das haben Sie mittlerweile wahrscheinlich gemerkt, wirklich ein Star unter den Programmen. Ich verwende das wahnsinnig gern, nicht nur für Geometrie, wo ich es auch viel verwende in der Optik, sondern auch für solche Dinge. Gut, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen und ich freue mich, wenn Sie wieder mal reinschauen in Zukunft. Schönen Tag noch.